Hey, wir sind online. Was? Hallo Bockheide, hallo Welt. Der pennt schon wieder und ich muss auch sagen, finde ich eigentlich ganz schlimm, den Kollegen, weil ich bin heute runtergekommen, weil es sind ja Ferien und der Zettel war leer, ja? Und dann kommt er und was ist passiert? Der Zettel ist voll. Das sieht man doch gar nicht, hör auf hier. Doch, ich hab's gesehen. Hm. Ja, warm war es gewesen. Übrigens ja, im Waldbad hatten wir glaube 38,6, 38,7 Grad. Und am Sonntag, also wer bei Facebook schon gelesen hat, ich war da ein bisschen nicht ganz schreibfaul, 982 Badegäste an einem Tag, war natürlich der Highscore der Waldbad-Saisonse. Moment, du hast geschrieben da, oder was? Ja, ja, ich mach das manchmal. Ja. So, ja, okay. Irgendwer hat mich da mal freigeschaltet. Wenn ich Langeweile habe, schreibe ich da rum. Ja, das war der Highscore der bisherigen Badesaison. Wie sagt man denn eigentlich Saisonse in der Mehrzahl? Na, Saisonse. Ja. Der saisonalen Massenheißzeit. Ja, das war total cool. Bei mir war nämlich noch wärmer gewesen. Warte, hier. Der letzten Jahre, nennen wir es der letzten Jahre. Ja, so. Bei mir waren 41 Grad in der Sonne. Ja, im Alter steigt die Temperatur auch, glaube ich. Und ich habe hier eine schöne Dusche, war natürlich immer hier, weil ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt ins Waldbad gehe, da habe ich ein richtiges Problem, weil die Sardinenbüchse, die stehen ja alle an im Wasser. Was? Haben die angestanden? Nö. Die haben nicht angestanden. Raus. Habt das gehört, ja? Früh morgens ein bisschen am Turner sortiert. Das war auch nötig, so ein bisschen unterstützend eingreifen. Das war so der Vormittag, wo man ein bisschen unten geholfen hat, auch im Bad noch mal so ein bisschen tagsüber mal die Müllrunden gemacht hat. Wir haben wirklich fast eine komplette große 1 Kubikmeter Tonne ist das, ja, glaube ich, oder so eine riesen Industrietonne voll Müll an einem Tag geschafft. Und 982 Badegäste. 982 Drehkreuzbewegungen. Ne, da bin ich aber fünfmal durch. Nee, ich war gar nicht da. Stimmt nicht. Dann müssen wir 85. Ich war nicht da. Ach, apropos, weil wir gerade mal dabei sind, Waldbad, ne? Weil die Mädels und Jungs dort im Waldbad, die hatten ja mal jetzt am Wochenende so richtig schwer wieder zu tun, wie so manches Mal. Und so ganz auffällig, da kommen wir mal zu den ganzen Vereinen. Also jetzt mal hier, ja. Das hier, ja, das ist kein Stock, das ist eine Lanze. Ja, eine Lanze. Und hier, Leute, ich wollte mal eine Lanze brechen für die Vereine. Weil, was mir nämlich auffällt, wie das so ist, ich bin schon seit Jahren in einem Verein und seit 10 Jahren tatsächlich auch in einem Vorstand von einem Verein tätig. Nicht hier in Borkheide, hier bin ich zwar auch im Verein, aber nicht im Vorstand. Du schipperst immer mit dem Boot durch die Gegend. So wie ich ihn kenne, ist er natürlich auch schon seit zig Jahren in einem Verein. Im Verein schon länger, im Vorstand seit dieses Jahr genau 10 Jahren übrigens. Auch 10 Jahre, ja, wie ich bin auch 10 Jahre. Seit April bin ich 10 Jahre im Vorstand tätig bei mir im Verein. Und hier gibt es ja noch mehr Vereine in Borkheide, wie zum Beispiel Fußballverein und hier gibt es Organisationen DLRG, Feuerwehr, etc., etc. Und da ist eins ganz auffällig, muss ich mal so sagen. Das müssen wir haben uns nochmal mit anderen Vereinen, also mit den Vorstandsmitgliedern unterhalten und mit den aktiven Mitgliedern in den Vereinen. Es ist ganz auffällig. Es sind immer dieselben, die sich ein Bein ausreißen für die Arbeit in den Verein, für den Verein. Und seitdem humpeln die alle. Seitdem humpeln die natürlich einbeinig hier durch den Ort. Und das sind natürlich die sowieso hier sozial engagiert sind und die sich hier für den Ort und für die Vereine engagieren, die sich hier tot machen, in Anführungsstrichen. Das ist bei euch, also bin ich ja auch Mitglied im Waldbad, aber ja, nicht noch, im Vorstand. Noch leben wir, aber sehr aktiv, meistens natürlich auch nicht nur die Mitglieder, sondern hauptsächlich die Vorstandsmitglieder. Das ist so im Fußballverein, da ist Arbeitseinsatz. Und Sportverein, nicht Fußballverein, Sportverein insgesamt, da ist Arbeitseinsatz und wer ist da? Der Vorstand. So ist es bei mir im Verein. So und ist die es Angehörigen noch, siehst du auch bei Hartmut und Ute. Wenn Hartmut da mitmischt, dann ist Ute auch manchmal noch in der Küche. Und da wird viel Zeit investiert für die Vereine, für die Arbeit. Und was dann manchmal gar nicht geht, muss man mal so sagen, dass Menschen kommen und dann Ansprüche stellen oder Forderungen stellen und meinen, mit den Beiträgen, die sie bezahlen, wären alle Leistungen, die sie beanspruchen können, abgegolten. So ganz ist es nicht, weil dieses ganze Gebilde nennt sich ja Verein. Sprich, vereint etwas zusammen schaffen. Das ist nicht wie bei Team. Toll, ein anderer macht's. Ne? Das ist mehr als. Nein, eigentlich Verein heißt ja eigentlich alle was machen. Jetzt will ich nicht sagen.
sorry, wenn Arbeitseinsatz ist im Verein, sind ja hier im Waldbadverein, sind ja doch eine Menge Leute da. Ja, wir kommen so auf ungefähr 10% der Mitglieder immer. 10% der Mitglieder, ja. Das ist nicht toll, oder? Naja, könnte mehr sein, ja. Aber es geht dann so manchmal, dass man sagt, dass die sagen, ja, wir haben ja schließlich dafür bezahlt und da können wir das und das auch verlangen. Das ist die Freizeit aller Mitglieder. Und ganz viel Zeit verbringen tatsächlich immer wieder die Vorstandsmitglieder in den Vereinen, die sich das freiwillig antun und viel Arbeit machen. Ja, die kriegen auch eine Aufwandsentschädigung, aber die ist so minimal. Bei mir reicht es noch nicht mal für Spritgeld, um zu dem Verein zu kommen und wieder zurück. Darum geht es auch gar nicht. Man macht es ja nicht deswegen, sondern weil man den Verein... Fährst du immer nur bis Geld holen und wieder zurück? Ja, das fahre ich mit dem Fahrrad. Ach so. Ja. Da kostet kein Sprit mehr. Ein E-Roller habe ich ja noch nicht, weil die Fußwege noch nicht so breit sind. Ja, das wollte ich halt mal dazu sagen. Es geht euch ja sicherlich ebenso, oder? Ja, aber die Arbeit, also man kriegt ja auch viel Lob, muss man mal sagen. Ja. Auch danke dafür an dieser Stelle. Auch für das Waldbad bekommen wir auch sehr viel Lob für die Anlage etc. Auch am Wochenende gab es da sehr viel positive Rückantworten, muss ich sagen. Das baut er natürlich auch wieder auf. Genau, deswegen die Lanze, ja, für die Vereine, für die Leute, die dort immer tätig sind. Hast du Ines gepetzt, dass du ihre Blumenstange kaputt gebrochen hast? Psst. Okay. Übrigens, Vereinsarbeit. Es geht weiter. Samstag, Waldbad Brockheide. Wir machen eine kleine Party. An den Volker ist von vielen Seiten herangetragen worden. Mensch, Volker, mach doch mal eine Disco im Waldbad, so ein bisschen Oldie Schlagernacht. Und da haben wir gesagt, zum Maibaum ist es immer so kurz, die letzten 2 Stunden Musik zu machen und jetzt kann der Volker mal so richtig hochdrehen. Ich werde ihn noch ein bisschen unterstützen und die 4-5 Stunden kriegen wir da locker mit guter Mucke, mit Wunschmusik befüllt. 18:30 rum ist Einlass und dann geht es bis um 0 Uhr. Genau, bin ich natürlich auch da, muss ich mir antun, ein bisschen rummucken und ein bisschen was trinken und so weiter und bin natürlich vormittags tatsächlich in meinem Verein Arbeitseinsatz leiten. Kannst ein Wasser, so. Wasser kriegen. Immer hier von der Schlapphutbande, ja, der hat ja so ein richtiger Hut steht ihm ja nicht, aber ja, freuen wir uns dann tatsächlich drauf. Wir hoffen, dass es nicht ganz so heiß wird, oder, Matthias? Matze? Was, bin ich noch dran? Nein. Nein, am Samstag haben wir vielleicht ein bisschen, da kommen wir beim Wetter noch zu. Im Moment gefällt mir das Wetter für den Samstag noch nicht, aber wir haben natürlich auch kein Problem mit totaler Überhitzung und Ausfallerscheinungen wegen Hitze. Genau. Und da sind wir schon wieder bei der Hitze. Dann gehen wir gleich weiter. Feuerwehr. Hat ja wieder überall gebrannt hier. Gestern war hier alles verräuchert in Brockheide. Aber das war Mecklenburg. Das kam von Mecklenburg. Aber es hat ja bei Glindow gebrannt im Wald. Genau. Das war auch so bei uns so ein Punkt im Waldbad. Also die ehrenamtlich tätig sind, die machen das auch gleich noch in verschiedenen Vereinen. Beziehungsweise in der Feuerwehr. Unser Philipp, der ist mal ganz kurz 15:20 Uhr ging der Pieper. Und ich habe nur zu ihm gesagt, pass auf, Tragehilfe, bleibst du hier. Wenn es brennt, haust du ab. Schwupps, war er weg. Und da haben sie in Kleistow mal schnell Richtung Autobahn, zwischen der Stromtrasse und Autobahn, mal schnell den Brand gelöscht. Genau, so ein Fußballplatz großen. Und dabei ist mir aufgefallen, weil, kannst gleich wieder, 41 Grad. Ich habe hier unter meiner schönen kalten Dusche gestanden, da ging die Sirene und da ging mir durch den Kopf, so ein Shit. Jetzt ist es so heiß, jetzt steigen die in ihre Klamotten, in ihre Dicken. Und müssen doch an eine dichte Feuer ran, ja. Wo ich mich hier ein bisschen erfrische, müssen die so richtig rein ins Heiße. Also echt, Leute, Hut ab für die Jungs von der Feuerwehr. Finden wir richtig cool. Und bleibt gesund bei der ganzen Aktion. Und für die anderen bitte, lasst eure Kippen im Auto. Fahrt nicht in die Wälder. Wir müssen es ja immer wieder sagen, weil ich glaube nicht, dass die Wälder von sich aus anfangen zu brennen. Ich glaube, ich tippe ja immer auf. Ja. Und selbst wenn es in Werder regnet und diese Luftfeuchtemessung anzeigt, dass in Potsdam-Mittelmark nicht mehr die Waldbrandstufe 5 ist, das gilt für Brockheide eigentlich nicht wirklich. Und die Umgebung hier, der Wald ist trocken. Und wenn es in Werder regnet, hat das hier mit dem Wald nichts zu tun, auch wenn die 4 auf der Uhr steht. Bleibt vorsichtig und passt auf unseren Wald auf. Und auf unser Leib und Leben letztendlich. Genau. So, es sind Ferien, deswegen konnten wir auch mal so richtig ausholen und uns mal so über die Vereine auslassen und dergleichen mehr. Weil so viel momentan nicht los ist, das können wir richtig genießen. Muss Willst du noch so was sagen. Wissen, so vereinstechnisch? Über einen Verein? Hast du noch was dazu? Ja, so Vorstandsarbeit im Waldbad, so über die Vorstandsmitglieder im Jahr gerechnet, sind es mindestens 2000 Ehrenamtsstunden, die da erstmal so geleistet werden und das ohne die Rettungsschwimmer. Von neuen Vorstandsmitgliedern. Und je nachdem, das verteilt sich so, Schatzmeisterin hat auch permanent, die beschäftige ich immer mit neuen Mitgliedsanträgen und den ganzen finanziellen Sachen. Da ist auch permanent zu tun, der Thorsten flitzt täglich durchs Bad. Du bist ja auch und ständig auch, da, ich sehe dich ja gar nicht mehr. Nee, ich bin doch hier. Ja, jetzt?
Und nachher bist du wieder im Waldbad. Ja. Siehst du. So ein ganzes Wochenende habe ich dich nicht gesehen. Ja, dann musst du mal ins Bad kommen. Da war mir zu voll, muss ich sagen. Außerdem war mir viel zu heiß. Gut. Beim nächsten Mal wieder. Ja. Ich mach's mal kälter die Woche, dann sehen wir uns nochmal im Bad. So, was machen wir noch heute? Na, ja, ich trinke erstmal Prosecco. Ach. Ja, Prost, Matze. Weil es zu schön warm ist. Und dann? Dann? Wie sieht's da aus? Ich fange einfach mal mit dem Wetter an. Ja, mach mal Wetter. Heute machen wir nicht Schnipp nach Hause, ich will ja nicht mehr nach Hause. Oh. Hi. Hallo Anne. Ja, ich komme wieder natürlich. Was wollte ich Ihnen sagen? Ja, heute ist nochmal der Montag mit ordentlich 30 Grad. Das sind so die Nachwehen vom Sonntag. Der Tag hat so ein bisschen langsam angefangen. Heute Morgen hat es sogar geregnet in Burgheide, wenn auch nur 4 Minuten oder 5. Es hat getröppelt. Genau. Schön zu sehen, so schnell kommt das nicht wieder. Vielleicht mal Richtung Freitag oder Sonntag. Aber die nächsten Tage kommt etwas kältere Luft über den Nordatlantik und wird die Dienstag- und Mittwochtemperaturen so um die 21 Grad fallen, auf die 21 Grad fallen lassen. Freitag wird es nicht viel besser und Samstag stehen noch in Erwartung ca. 18, 19 Grad. Ich hoffe mal, das verschiebt sich noch ein bisschen nach oben und auch die Regenwahrscheinlichkeit ist noch gar nicht so da. Ich denke mal, wir kriegen noch Samstag ein Partywetter, wo wir sagen können, mit ein bisschen Bewegung wird es auch allen warm. Ja, das sehe ich aber noch nicht, dass es zu kalt wird. So weit voraussagen können die das doch gar nicht. 3 Tage und dann gucken wir nochmal. Mhm. Ja, ansonsten machen wir es heute hier so aus der Lameng. Ich will auch nicht in meinen kalten Wetterkeller oder nochmal zu Hause die Kamera aufbauen. Ich bin jetzt ein bisschen faul heute. So. Ja, das muss ja auch mal sein. Ich finde das ja gut. Wir haben ja nicht mal Sommerferien gemacht hier oder so. Da könnten wir uns eigentlich auch so Betriebsferien nochmal machen. So. Am besten so von Dienstag bis Sonntag. Ja, pass auf, ist ganz einfach. Ich übernehme deine Schichtferien mit und bin die nächsten 4 Wochen einfach mal weg. Das habe ich mir so gedacht. Der lässt mich schon wieder im Stich, ja. Immer dieselben. Ideen bringe ich jederzeit komische auf den Jo, Tisch. Haben wir noch was vergessen? Ach so, in Brück war noch was gewesen. In Brück war Titan der Rennbahn. Ja, da auch das da auch. Übrigens, das auch. Die Borkheider Feuerwehr hat auch da mit abgesichert. Auch da ein großes Dankeschön. Die haben sich also aufgeteilt in Richtung Waldbrand und Absicherung für eine Veranstaltung. Und die Spenden, die für Elen, die Typisierung hat dort auch nochmal stattgefunden. Auch nochmal, genau. Genau. Ja. Die war auch nochmal in Brück, wobei auch dort war bei 40 Grad ist ja alles andere als schön, wo andere sich dann hier im Schatten suchen. Genau. Das ist aber nur eine Typisierung, ist nicht Blutspende. Blutspende würde ich jetzt bei 36 Grad, habe ich letztes Jahr mal gemacht, das war ein bisschen komisch danach. Sollte man aufpassen, aber trotzdem auch, nicht vergessen, Blutspenden ist genauso wichtig. Gut, Maxe, mehr machen wir heute nicht, oder? Ich glaube, wir haben schon genug gesabbelt. Ja. Und wenn uns noch was einfällt, machen wir jetzt einen Cut und dann muss der Lutze das noch hinten dran schneiden. Gut. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns auch mal wieder ordentlich liken hier bei YouTube und so weiter. Bei Facebook macht es ja immer nicht so viel Sinn, macht es auch Sinn, aber bei YouTube sammeln wir natürlich auch Abonnenten. Es wird langsam, aber stetig mehr. Da wir ja nicht kommerzialisiert sind, freuen wir uns auch darüber. Genau. Und am 4.8. trefft er uns beide übrigens zusammen als Moderatorenteam auf dem Sportplatz bei der großen Party mit dem ersten FFC Turbine mit den Mädels. Da werden wir Technik aufbauen und auch das eine oder andere Interview führen und auch die DLRG Hüpfburg ist da. Also genau. Grill ist an, auch das wird, bis dahin mache ich übrigens Pause, solange hau ich einfach mal ab. Wollen wir aber nicht vergessen, das ist noch vorher Baum und Borke, ne? Auch das noch, genau. Festival. Und die Waldbadparty. Also ist jetzt so die nächsten Wochen, sind hier 3 Veranstaltungen, die besucht werden können. Freut euch drauf. So, das war's. Viel Spaß für euch alle, die ihr noch im Urlaub seid, irgendwo in der Welt. Und natürlich auch für die, die hier in Borkheide sind, hoffen wir auf einen Tropfen Wasser und ein bisschen Erfrischung. Bis zum nächsten Montag, wie immer hier. Diesmal Matze hier bei mir wieder. Und der Lutze bei sich zu Hause. Und tschüss. Tschüss.